Also wir haben das überprüft. Und Herr Stohler, noch mal kurz, ich habe eine Frage. Sie haben gerade gesagt, das hat sich so angehört, als ob Sie das jetzt nicht sagen können, dass jetzt wirklich der Plan da ist, wo die Signale draus sind. Sie wissen es jetzt nicht, welcher Plan wirklich wir oder was ist, von ist alles? Heute wissen wir von jedem Plan, der quasi der Masterplan ist, was dann in der Simulation eingegangen ist. Okay, weil das ist ja schon wichtig. Herr Käfer hat es ja vorher gezeigt, die Signalstandorte und sowas, die haben natürlich eine erhebliche Auswirkung auf die Simulation dann hinterher. Und da beunruhigt mich das bisschen, dass das alles immer irgendwie anscheinend während der 3 Monate oder halben Jahres, wo Sie jetzt da dran sitzen, ständig neue Planstände gibt. Nein, das habe ich nicht gesagt. Okay. Ich habe gesagt, wir wollten genau wissen, aus welchen Plänen kommen diese Inputdaten. Und wir haben in einzelnen Ecken haben wir Unstimmigkeiten festgestellt und haben uns dann geeinigt, so jetzt gilt dieser Plan. Und dann war ja im Einzelnen auch wieder zu überprüfen, also wenn dann das Signal 3 Meter nebenan stand, dann hatte das keine Bedeutung. Und wenn das Signal mehrere 10 Meter anders geplant ist, als es im Simulationsmodell vorkommt, dann haben wir auch entsprechend eingegriffen. So, das ist das, was ich die interaktive Auditierung des Simulationsmodells nenne, weil es hätte ja keinen Sinn gemacht, dass wir dann am 30. Juni gesagt hätten, ja, Batchy, da, das Signal ist falsch, alles zurück an den Absender. Das hätte ja keinen Sinn gemacht. So, dann ging es natürlich weiter mit der Leit- und Sicherungstechnik, weil Sie müssen ja auch computerkodiert, müssen Sie jedem Signal mitgeben, wie es sich zu verhalten hat und welche Signalbegriffe es ausstrahlt und wie schnell nach dem durchgefahrenen Zug das Signal zuerst mal wieder auf Rot geht und derartiges. Ein spezielles Kapitel galt auch der S-Bahn, weil dort, meine jungen Kollegen korrigieren mich, weil in der Planfeststellung die ganz genauen Signalstandorte noch nicht notwendig sind. Und wir haben dann eine mit der S-Bahn kompatible Signalisation vereinbart und mit der Verpflichtung, dass dann eben diese S-Bahn kompatible Signalisierung auch in die definitiven Pläne eingeht. Dann gibt es einen speziellen Steckbrief zu Stuttgart Hauptbahnhof, aber das geht jetzt dermaßen in die Einzelheiten, dass ich natürlich hier vor dem versammelten Publikum und den Zuhörern zu Hause nicht in alles eingehen möchte. Zum Bereich Fahrplan jetzt etwas stichwortartig. Wir mussten ja für jeden Zug mussten wir den Zug bestimmen. Also ist das ein Regionalzug? Was kriegt der für eine Lok? Wir wissen, wie schwer er ist, also wie viele Wagen zieht diese Lok, weil das ja auf Beschleunigung und Bremsen einen Einfluss hat. Insgesamt haben wir 20 verschiedene Typenzüge im Modell. Dann steht hier Fahrplankonstruktion. Und da muss ich jetzt einen kleinen Moment nochmals ausholen, weil man hört Fahrplan hier und versteht manchmal ganz verschiedene Dinge darunter. Also, die Fahrplanarbeit, die fängt eigentlich an mit, so wie im Bauen, mit einer Architektur. Also das Erste, das, was in einer Netzgrafik enthalten ist, das entspricht eigentlich der Architektur. Das ist eine grobe Vorstellung dessen, was man an Angeboten, deshalb braucht man auch den Begriff Angebotskonzept, was man in dem Fahrplanjahr eben den Fahrgästen anbieten möchte. So, dieser Fahrplan, der enthält zwar Minuten als Notationsgröße, aber diese Minuten sind eigentlich nur ungefähre Angaben. Weil dieser Fahrplan, der geht dann zum Infrastrukturbetreiber, zu DB Netz. Und die sind ja verantwortlich, dass sie dann diesen Fahrplan auch pünktlich abwickeln können. Und deshalb gehen sie natürlich mit unendlicher Präzision und ihren Instrumenten an die Arbeit und prüfen, ob diese Fahrplanbestellung oder ob diese Fahrplanarchitektur denn auch wirklich umsetzbar ist.
Das ist wie bei den Architekten, die kommen manchmal mit lustigen Skizzen und Ideen. Und dann soll der Ingenieur schauen, ob das Ganze überhaupt noch hält. Und in meinen jungen Jahren habe ich viele derartige Skizzen gesehen. Und wenn wir dann nicht mehr wussten, wie die Stützen stellen, dann haben wir dem Architekten empfohlen, er soll doch in der Mitte des Raumes einen Ballon setzen. Dann würde der Ballon die fehlende Stütze ersetzen. Also das geht natürlich im Eisenbahnwesen nicht. Also da ist sehr, sehr viel Detailarbeit in dieser Fahrplankonstruktion. Und wir haben dann hinterher wieder minutiös überprüft, wie stark diese Feinkonstruktion des Fahrplanes von unserer Fahrplanarchitektur abweicht. Das war natürlich gerade für das Land wichtig, weil sie wollten ja wissen, ob ihre Züge, wie sie sich vorstellen, mit den Haltepunkten, mit den Anschlussbindungen, ob das alles auch erfüllt ist. Ja, dann gibt es den Begriff Wendeverknüpfungen. Eine Wendeverknüpfung, Dankeschön, er hat es schon gehört, dass es nötig ist. Eine Wendeverknüpfung sagt Folgendes aus. Jeder Zug kommt einmal an seine Endhaltestelle, dann muss der Lokführer ans andere Ende des Zuges, wenn es ein Wendezug ist, wie das heute üblich ist. Und diese Zeit, die muss ja vernünftig bemessen sein, dass er möglichst rechtzeitig wieder auf die Fahrt in die Gegenrichtung geht. Und wenn ein Zug verspätet ankommt, dann kommt es ja auch zur Situation, dass er mit einem Minimum an Wendezeit noch gerade pünktlich wegkommt. Und wenn das Minimum nicht mehr zur Verfügung steht, dann schickt der zu spät ankommende Zug bereits wieder eine Verspätung zurück ins System. Das ist alles überprüft und wird im Simulationsmodell korrekt abgebildet. Dann kommt die große Frage der Zuschläge. Und heute Morgen wurde schon gefragt, wie ist denn das mit den Bauzuschlägen? Und für einen Planungshorizont 10, 15 Jahre im Voraus, da haben Sie ja keine Ahnung, wo dann welche Baustelle ist und wo gerade eine Brücke rostet oder in einem Tunnel ein Stein heruntergefallen ist oder was auch immer. Also das können Sie nur über einen generellen Fahrzeitenzuschlag können Sie dieses Problem in den Griff nehmen, und so ist auch simuliert worden. So, dann kommen diese Steckbriefe, die eben überprüfen, ob die Wünsche des Landes in diesem Simulationsmodell oder im Simulationsfahrplan richtig umgesetzt sind. Das geht bis zum Güterverkehr, dann eben die Prüfung der Landeskriterien, die Frage nach den Anschlüssen, und dann gibt es einen speziellen Steckbrief zu den Gleisbelegungen, nicht nur in Stuttgart selber, sondern es gibt ja viele andere Bahnhöfe, wo jeder Zug ein Bahnhofsgleis richtig, also das richtige Bahnhofsgleis nutzen muss. Und nicht zwei Züge am gleichen Ort, auf dem gleichen Gleis stehen. Dann der Bereich Steckbriefe Simulation. Es ging ja darum, eine Antwort zu geben, ist das Simulationsmodell, das hier zum Einsatz kommt, der Aufgabe gerecht? Und wir haben uns dort in Deutschland intensiv umgeschaut. Und es ist so, und wir haben uns selber davon überzeugt, dass das in Deutschland eingesetzte Simulationsmodell wirklich dem Stand der heutigen Kenntnisse in Eisenbahnsimulation entspricht. Es ist nicht das einzige auf der Welt. Wir arbeiten zu Hause mit einem anderen. Es wäre, ich sage es mal, wissenschaftlich lustig gewesen, das Ganze auch noch mit einem anderen Modell durchzudrehen. Aber dann hätte ich Sie auf Weihnachten vertrösten müssen. Und das war ja nicht der Sinn der Übung. Hat nichts mit Variator zu tun. Ja, meine jungen Kollegen, die sind ja insgesamt 100-mal unterwegs gewesen zu Kontrollbesuchen in Berlin und in Stuttgart, um diese Simulationsläufe und die ganze Handhabung und die Nachvollziehbarkeit jedes einzelnen Schrittes zu überprüfen. Da haben sie
mir dann mal erläutert, sie haben sich so an kriminalistischen, so an Krimifilmen haben sie sich auch inspiriert und dann geprüft, könnte man irgendwo im Dunkeln eine Simulation machen, die dann schnell andere Resultate liefert, als das, was man gesehen hat. Also wir hatten dann alle Möglichkeiten, einen Simulationslauf von Neuem zu starten. Und das war also alles absolut sauber. Aber Herr Stohler, absolut sauber zugeben. Noch eine kurze Frage. Die Kontrollbesuche waren notwendig, weil Sie die Software nicht selber hatten. Deswegen mussten Sie immer zur Bahn fahren, um diese Kontrollen. Wir haben die nicht im Hause. Okay. Also haben wir das verstanden. In den Datenräumen der Bahn abgewickelt. Durften Sie die Simulation nur starten oder durften Sie auch mal an den vielen Millionen, Sie listen es ja da auf, Hebelchen ein bisschen rumdrehen? Wir durften alles. Wir durften alles. Also wir haben uns anständig aufgeführt, ja, Entschuldigung. Aber im Prinzip durften wir alles. So, das geht dann weiter über die Diskussion der Reservezeiten, der Einbruchsverspätungen. Da habe ich ja zum Anfang der Präsentation ein bisschen was gesagt. Dann gibt es eine Diskussion der Datenübergabe, auch das war alles korrekt. Wir haben den Schlussbericht der DB ein bisschen auseinandergenommen. Mehr muss ich jetzt hier nicht dazu sagen. Sehr, sehr wichtig war dann eine Schlussrunde. Wir haben mit der ersten Abgabe gewisse Unstimmigkeiten festgestellt und das der DB auch mitgeteilt. Und die Kollegen von der Simulation haben dann nochmals einen Simulationsdurchlauf gemacht aufgrund unserer Wünsche nach Korrekturen. Und daraus ergab sich dann eben dieser sogenannte Sensitivitätstest. Ich glaube, das, was hier auf der Folie steht, das habe ich jetzt weitgehend schon erzählt. Ich kann nur nochmals bestätigen, dass wahrscheinlich die 3000 Arbeitsstunden in der Zwischenzeit auch überschritten sind. Ebenso die Arbeitstage und die Tage, die wir in Berlin und Stuttgart verbracht haben. Dann zwei, drei Worte zu diesen Sensitivitätsanalysen. Also für Zuschauer und Hörer hier im Raum, die nicht täglich mit derartigen Dingen zu tun haben. Eine Sensitivitätsanalyse beinhaltet leichte Veränderungen in den Inputdaten, um herauszufinden, wie reagiert das Resultat. Reagiert das Resultat, ich sage jetzt mal, gutmütig? Also kleine Veränderung, kleine Resultateveränderung, oder gibt es Situationen, und das gibt es auch, wo kleine Inputveränderungen zu relativ großen Ausschlägen im Resultat führen können. Das war uns sehr wichtig, weil in dieser akribischen Detailprüfung haben wir so Kleinigkeiten entdeckt. Ich sage hier noch einmal Kleinigkeiten, weil in dieser unendlichen Datenmenge, da können Sie überhaupt nicht fehlerfrei arbeiten. Das liegt im Wesen der angewandten Mathematik, dass eine mathematische Anwendung immer nur bis zu einer gewissen Fehlerquote richtig ist. Und wenn Sie die Fehlerquote noch reduzieren wollen, dann haben Sie für die letzten Promille, Mill, haben Sie fast denselben Aufwand wie vorher für die ganze Arbeit. Also dort sagt einem ja auch der gesunde Menschenverstand, jetzt brechen wir mit der Präzision ab. Und so haben wir es auch hier gehalten. Die Kollegen von der Deutschen Bahn haben diese Einwände alle entgegengenommen, haben sie in weiten Teilen korrigiert. Es ist im Steckbrief festgehalten, wo es nicht korrigiert ist. Und wir haben uns dort dann eine Meinung gebildet, ob das bezüglich des Resultates überhaupt noch eine wichtige Auswirkung haben kann. Und wir haben dann am 15. Juli, also eigentlich einen Tag, nachdem man zum ersten Mal vorstellen wollte, haben wir diese Ergebnisse in Berlin zur Kenntnis genommen und dann bis zum 21., also bis zur Abgabe unseres Berichtes, noch eingearbeitet.